Herzlich willkommen bei diesem Monatshoroskop Juni 2019 nach indischen Astrologie. Ich biete diese Monatshoroskopen als Blitzberatungen an, nur für 10 Euro. Schweiz ist etwas mehr wegen die Bankgebühren. Liebe Diadele, ich grüße dich, das ist dein Monatshoroskop. Das Bild, was du siehst, ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskope anders. Sie berücksichtigen nämlich die Präzession. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Nun, dieses Bild, dein Geburtshoroskop, das bleibt so stehen, weil das zeigt den Sternenhimmel über dir in diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Und es ist einzigartig wie ein Fingerabdruck. Sonne, Mond und die Planeten bewegen sich aber. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Bei Sonnenbewegung ist es anderes, weil Grunde genommen die Bewegung macht unserem Planet Erde, aber aus der Erde aus gesehen für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, wenn die Bewegung die Sonne machen würde. Und diese Bewegung, auch die Bewegung die Planeten, das nennt man Transit. Und dieser Transit löst etwas aus im Geburtshoroskop. Und genau das betrachten wir bei diesem Monatshoroskop. 1. Juni 2019, Uranus befindet sich im Widder. Nach indischen Berechnung bleibt noch einigen Jahren im Widder. Und das hast du hier im fünften Lebensbereich. Uranus löst hier etwas aus, Umbrüche und Veränderungen oder ein Neuanfang. Das kann mit Kindern was zu tun haben, das kann deine Kreativität bedeuten, deine Lebensfreude. 1. Juni befindet sich Venus und Mond auch im Widder. Also ich setze Venus auch im Widder und Mond auch. Venus bedeutet hier in diesem Lebensbereich entweder Kontakt mit Kindern, Jugendlichen, und das ist ein Mädchen, oder bedeutet Liebe, Partnerschaft, und du genießt es, diese Lebensfreude, zeigt auch deine Kreativität. Mond ist die große Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr und hat einen Einfluss auf unseren Alltag und beeinflusst auch unseren Gefühlen. Mond symbolisiert auch Mutter, entstehen hier auch mütterlichen Gefühlen. Sonne und Merkur ist im Stier. Sonne ist die kleine Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr und zeigt die Monatsthemen. Und das sind Stierthemen, wie das Leben genießen, zur Ruhe kommen, gemütlich machen, aber auch Kreativität oder etwas verschöner, auch in unserer Umgebung. Wichtig ist auch bei diesem Einfluss um die Besitz kümmern, um die Finanzen. Sonne, Merkur ist im Stier.
In deinem Geburtshoroskop befindet sich das im sechsten Lebensbereich und das ist dein Alltag und deine Arbeit. Hat einen Einfluss auch auf deine Gesundheit. Und hier hast du karmische Themen, weil in deinem Geburtshoroskop befindet sich Rahu, diesem Drachenkopf, auch hier. Und das, was deine Seele sucht, was deine Seele braucht, weil das befreit dich. Ich nehme jetzt Ketu mal raus aus dem Geburtshoroskop, weil ich brauche diese Karten. Und was noch hier entdecken kannst, das ist unserem Planet Erde, bewegte in dem Moment, wo du geboren bist, auch hier im Stier und zeigt, hier manifestiert sich bei dir etwas. Und das wird jetzt aktiviert durch Sonne und Merkur. Merkur hat einen Einfluss auf die Gespräche, auf Handlungen. Durch diese Merkur-Energie kann passieren, dass du Termine hast oder unterschreibst einen Vertrag. Das kann auch Arbeitsvertrag sein oder Termine. Und weil hier auch um Gesundheit auch geht, das kann auch ein Arzttermin sein. Jupiter ist in Skorpion. Ich setze Jupiter hier zum Skorpion. In deinem Geburtshoroskop hast du hier karmische Themen, weil dieser absteigende Mondknoten Ketu befindet sich hier im Geburtshoroskop und zeigt deine Vergangenheit. In diesem Weg bist du schon gegangen, da kennst du dich aus. Das ist sehr, sehr geheimnisvoll, Skorpion sowieso und 12. Haus auch. Das sind die Geheimnisse des Lebens. Ich nehme Ketu auch raus, weil ich brauche die Karten. Und setze Jupiter ein, weil Jupiter bewegt sich gerade im Skorpion und aktiviert bei dir die Thematik, 12. Lebensbereich, Thematik Skorpion. Und das heißt, jetzt ist wichtig in die Tiefe schauen, die Ursache der Erkrankungen erkennen oder die Gründe etwas, warum ist es so? Und hier entdeckst du deine Weisheit und deine inneren Größe. Bedeutet auch, wie wichtig das ist, gerade die Rückzug, nachdenklich zu sein, über die Zusammenhänge des Lebens erforschen, erkennen. Saturn, Pluto und auch Ketu bewegt sich im Schütze und du hast Schütze Aszendent. Saturn ist der Planet der Schicksal und du erlebst gerade schicksalhafte Veränderungen in dein Leben oder triffst du schicksalhafte Entscheidungen. Saturn ist rückläufig gerade, das hat auch mit Vergangenheit oder mit karmischen Themen was zu tun. Pluto bewegt sich auch im Schütze, hat auch einen Einfluss auf deine Persönlichkeit oder deine Umgebung, deine persönliche Umgebung, oft auch auf dein Aussehen und Auftreten. Pluto hat ein Motto, alles oder nichts. Pluto konzentriert auf dem Wesentlichen und bleibt in diesem Kraft und diesem Konzentration. Pluto zeigt auch die Erneuerungsprozesse und belehrt uns, alles loslassen, alles verabschieden, was unserem Zeit, Energie und unserem Kraft raubt. Hier bewegt sich auch die absteigende Mondknoten
Und dieser absteigende Mondknoten aktiviert karmische Themen und hat mit Vergangenheit was zu tun. Und dieser Mondknoten bleibt ganzes Jahr und 2020 auch noch im Schütze. Natürlich nach indischen Berechnung. Also ich setze Ketu hier im Schütze. Und Rahu, der Drachenkopf, das, was die Seele sucht, weil die Seele braucht diese Erfahrungen, gerade dieser Rahu bewegt sich dieses Jahr und nächstes Jahr auch noch in Zwillingen. Also ich setze Rahu in Zwillingen, aktiviert karmische Themen, das ist die Suche nach etwas oder deine Seele braucht diese Erfahrungen und das ist Liebe, Partnerschaft, weil das bedeutet diesen siebten Lebensbereich. Mars ist auch in Zwillingen. In deinem Geburtshoroskop bedeutet Mars der Partner, natürlich auch deine Kraft. Aber bei diesem Transit, bei dieser Bewegung kann Mars auch anderen männlichen Personen auch sein. Ein Kollege oder ein netter Nachbar oder jemand von Familie. Aber weil Mars jetzt in Zwillingen ist und aktiviert bei dir den siebten Lebensbereich und das heißt Partnerschaft, also ich würde sagen, das ist der Partner. Also Mars ist hier in Zwillingen und Neptun bewegt sich in Wassermann. Neptun lässt unserem Träume leben, vorausgesetzt ist, wir glauben daran. Und in deinem Geburtshoroskop befindet sich Saturn in Wassermann. Das heißt, hier hast du Lernaufgabe und Neptun aktiviert jetzt diesen Bereich und das zeigt die Erinnerungen an die Schulzeit und im Erwachsenenalter zeigt die Schule des Lebens und du lernst gerade auf deine Träume, Visionen, Vertrauen und das Verwirklichen. 2. Juni. Mond übergeht im Stier und wirkt in einen anderen Lebensbereich, aktiviert anderen Themen. Das ist hier Besitz, Finanzen, Arbeit, Gesundheit und darauf achten, dass du zur Ruhe kommst, dass du die Tage genießen kannst. Merkur verabschiedet von Stier und übergeht in Zwillinge und wirkt hier im siebten Lebensbereich und es kann eine Nachricht sein von Partner oder Gespräche über Partnerschaft. Im siebten Lebensbereich ist Ehe und Partnerschaft, aber Verträgen auch. Also Merkur, wenn hier im siebten Lebensbereich sich bewegt, kann auslösen, dass du einen wichtigen Vertrag unterschreibst. 3. Juni ist Neumond im Stier. Hier, dieser Neumond ist exakt um 11 Uhr und 2 Minuten. Neumond bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit, vielleicht sogar Meditation. Das braucht deine Gesundheit und nachdenklich sein über deinen Alltag, über deine Pflichten, über Finanzen, über Besitz, über deine Arbeit. 4. Juni, Neumond ist vorbei und beginnt die zunehmende Mondphase. Eine zunehmende Mondphase eignet sich dafür, etwas beginnen, starten, was zunehmen soll. Aber nicht beginnen in einem Tag, wo Halbmond ist,
Weil Halbmond ist Spannung, Nervosität, Unsicherheit, eignet sich nicht für Neuanfang. Man überträgt sich diese Energie, das werft eher alles zurück. In diesem 4. Juni trifft Mond mit Merkur. Also 4. Juni, genau. Das heißt, Mond übergeht in Zwillingen und trifft mit Merkur. Hier. Merkur, Mond, Konjunktion. Sie wirken zusammen. Und es handelt sich um Gespräche, über Gefühlen oder ein Gespräch, eine Nachricht löst etwas aus in unseren Gefühlen. Bei Mondenergie handelt sich manchmal um Mutterthemen. Das kann auch bedeuten Gespräche mit Mutter. Oder Gespräche über die Kindheit, über Mutterthemen. 5. Juni steht Mond mit Mars in ein Verbindung. Wieder eine Konjunktion und sie wirken zusammen. Mars kann eine männliche Person sein und das bedeutet, entweder dieser Mann hat einen Einfluss auf deinen Gefühlen oder er spricht selbst über seinen Gefühlen. Mars ist auch die Impuls, die Kraft und es kann auch auslösen, diese Konjunktion, dass wir sehr emotional reagieren in diesem Tag. Im selben Tag am 5. Juni übergeht Venus im Stier. Und das bedeutet, dass die Venus-Energie hat einen Einfluss auf deinen Alltag, auf deine Gesundheit, auf die Arbeit. Venus bringt Harmonie. Es ist schön, es ist angenehm. Kann auch bedeuten, dass du kannst kreativ arbeiten. In dein Geburtshoroskop bedeutet Venus deine Weiblichkeit. Bei diesem Transit kann Venus anderen Frau oder anderen Frauen aber auch bedeuten. Und das ist auch möglich, hier im Arbeitsplatz mit einer oder mehreren Frauen kontaktieren, einen gewissen Austausch. Ja. 7. Juni ist Mond im Krebs. Mond fühlt sich sehr wohl im Krebs, weil Mond herrscht über diese Tierkreiszeichen. Und das heißt, Mond kann sich ganz gut entfalten. Das kann Empfängnis sein für etwas, dass etwas Neues auf uns zukommt. Kann auch bedeuten, dass wir sehr intuitiv sind oder wir verspüren die richtigen Momente im Leben. Oder hat einen Einfluss auf unsere Träumen und Sehnsüchten. Aktiviert auch familiäre Themen. Und hier im 8. Lebensbereich kommt noch was anderes dazu. Über Finanzen kümmern, vielleicht eine erbschaftliche Situation. Oder bist du in einem Prozess, das Loslassen bei Mondenergie kann auch Mutterthemen sein. 8. Juni. Mond ist immer noch im Krebs und befindet sich in seiner Umlaufbahn am nähersten Punkt zu der Erde. Und wenn Mond in diesem Bereich sich bewegt, löst bei uns Menschen etwas aus.
hat einen Einfluss auf unsere Gefühle, hat einen Einfluss auf unsere Wünschen und Sehnsüchte. Und weil das ganz nah zu der Erde befindet, es ist realisierbar. Wir bekommen das Gefühl, ja, jetzt klappt das auch alles. 9. Juni, Mond übergeht im Löwe. Löwe zeigt unserem Selbst, unserem Selbstbewusstsein, Selbstdarstellung, auch Glanz, im Mittelpunkt zu sein. Hier im 9. Lebensbereich lernen wir das. Die 9. Lebensbereich hat auch einen Bezug zum Reisen. Natürlich ist es möglich auch, dass hier Ausland, Auslandskontakte oder Reisen auch eine Rolle spielt und Mond aktiviert das alles. Oder die inneren Reise, die Spiritualität. In diesem Tag hat Mond einen Einfluss von Regulus. Regulus ist einer von den königlichen Sternen, der Stern der Königin. Regulus ist das Herz der Löwen. Und es ist wichtig, in solchen Momenten nachdenklich zu sein. Was liegt in unserem Herzen? Was begeistert uns? Was lieben wir auch? Das zu verwirklichen, unserem Hobby oder Berufung. Was lieben wir noch? Kunst, Kreativität, Sport oder Kinder oder Familie oder Freunde oder die Natur oder liebe Partnerschaft. 10. Juni. Mond ist immer noch im Löwen und es ist Halbmond. Halbmond bedeutet, dass Sonne, Mond und Erde in einer gewissen Spannung ist. Und es fehlt etwas. In diesem 10. Juni fehlt die Luftelement. Wir haben das Gefühl, das bedrückt uns etwas. Wir fühlen uns nicht frei und wir brauchen Luft zum Atmen. Dann sollen wir von etwas befreien und mal sagen, oh Gott sei Dank, jetzt kann ich endlich aufatmen. Dieser Halbmond ist exakt um 6.53 Uhr. Im selben Tag, 10. Juni, steht Jupiters Sonne gegenüber, die spiegeln etwas. Sonne gibt die Klarheit. Jupiter vertritt auch die Gerechtigkeit und öffnet unseren Augen auf Ungerechtigkeit. Dass hier dann das auch genau untersuchen sollen, genau hinschauen sollen oder dass die Wahrheit kommt ins Licht. Bei Sonnenenergie handelt es sich manchmal um eine Person, der was zum Sagen hat. Oder Vaterthemen. Und bei Jupiter oft eine rechtliche Lage. Und das sollen wir genau untersuchen, anschauen und im inneren Gleichgewicht bleiben. 11. Juni ist Mond im Jungfrau. Aktiviert Jungfrau-Themen, etwas in Ordnung zu bringen. Etwas überprüfen, untersuchen. Jungfrau ist auch Heilenergie, Heilkraft. Hier brauchen wir Heilung. Dann kommt noch die Thematik dazu bei dir, die 10. Lebensbereich. In die Öffentlichkeit zu sein oder verlangen Anerkennung und Respekt oder Zielerreichung oder Berufung, das sind die Themen hier bei dem 10. Lebensbereich. 13. Juni ist Mond im Waage. Kommen neue Themen. Und das ist inneren Gleichgewicht, Harmonie, Frieden, Kunst, Kreativität, Gerechtigkeit und Liebe.
Und im 11. Lebensbereich kommt noch dazu Freundschaften, Wünsche, Sehnsüchte, all diesen Themen wird durch diese Mondbewegung aktiviert. 15. Juni übergeht Mond in Skorpion. Skorpion gehört zum Wasserelement und es handelt sich um unseren Gefühlen, weil Wasserelement steht in Verbindung zu unserem Unbewussten und unseren Gefühlen. Und Skorpion zeigt die Erneuerungsprozesse. Ich vergleiche das mit dem Kundalini-Energie, weil das passiert eigentlich. Und das ist eine Schlangenenergie, beziehungsweise sind es zwei Schlangen. Die eine zieht die Energie nach unten und das sind negativen Gefühle wie Angst oder Zweifel oder Schuldgefühl. Und wir transformieren die Gefühle und das sind diese Erneuerungsprozesse und übergehen auf die positiven Gefühle, wie Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Zärtlichkeit, Kraft und Mut, Vertrauen und Liebe. Weil das ist schöpferisch. Und dann verspüren wir diese schöpferische Energie. Und damit du um deinen Gefühlen kümmern kannst, brauchst du hier einen gewissen Rückzug. 12. Lebensbereich bedeutet auch Rückzug. 16. Juni steht Mond mit Jupiter in einer Verbindung. Die wirken zusammen und das hat einen Einfluss auf deinen Gefühlen. Entweder findest du etwas ungerecht und entsteht Enttäuschung oder Wut oder umgekehrt, dass du die Gerechtigkeit erlebst und dann ist natürlich eine Begeisterung dabei. Jupiter vergrößert gerne etwas und neigt dazu, etwas zu übertreiben. Es ist auch möglich, dass du deinen Gefühlen sehr intensiv verspürst. Im selben Tag, 16. Juni, verabschiedet Sonne von Stier und übergeht in Tierkreiszeichen Zwillinge und damit beginnt ein neues Monatsthema. Das heißt, Sonne ist hier in den Zwillingen. Die neue Monatsthema ist Leichtigkeit. Etwas spielerisch betrachten, neugierig sein, Kontakte pflegen, mehr Gespräche, Kommunikation, vielleicht sogar Schulungen. Und bei dir kommt noch dazu die Thematik 7. Lebensbereich Verträge und Partnerschaft. 17. Juni ist Vollmond im Sternbild Schlangenträger. Es ist sehr interessant, weil dieses Sternbild befindet sich auch im Ekliptik, wie die 12 Tierkreiszeichen auch. Also, das sollte eigentlich die 13. Tierkreiszeichen sein. Und ich stelle immer wieder die Frage, warum zählt die Schlangenträger nicht zu dem Tierkreiszeichen. Und ich habe noch keine Antwort gefunden. Fakt ist, dass hier in diesem Bereich befindet sich diesem Stammbild, gehört aber nicht zu den Tierkreiszeichen. Und das ist der Bereich zwischen Skorpion und Schütze, hier im Grenzbereich, zwischen den beiden. Und in diesem Sternbild ist dieser Vollmond, exakt um 9.31 Uhr. Ich erzähle dazu die mythologische Geschichte. Dieser Schlangenträger ist nichts anderes als Asklepios, der himmlischen Arzt, der Sohn
von Sonnengott Apollo. Und es gab ein Kind, und dieses Kind ist in einen Honigtopf gefallen. Und Asklepios musste dieses Kind heilen. Dann kamen zwei Schlangen. Deswegen heißt er auch Schlangenträger. Dann kamen zwei Schlangen. Die eine Schlange trägte die Gift in sich und der anderen Schlange trägte die Heilkräuter in sich. Und Asklepios musste eine wichtige Entscheidung treffen. Heilt das Kind jetzt mit Gift oder mit Heilkräuter? Zum Glück hat er die Schlange gewählt mit dem Heilkräuter und hat das Kind geheilt. Und diese Geschichte hat eine Botschaft für uns. Entweder wir treffen eine wichtige Entscheidung und wir müssen ganz genau überlegen, wie wir die Entscheidungen treffen sollen. Außerdem, diese beiden Schlangen symbolisiert auch die Einflüsse von außen. Botschaften. Der eine Botschaft ist das Gift, das ist eine Lüge. Und der andere ist ein Heilkräuter, also ist die Wahrheit. Und eine Lüge kommt immer Honig, süß verpackt. Und wenn wir das glauben, dann sind wir wie dieses Kind, fallen wir auch in einen Honigtopf. Und brauchen wir Heilung. Und das kann passieren in diesem Vollmond. Und Vollmond bedeutet genau dahinschauen. Das wird beleuchtet, diese Thematik. 18. Juni steht Merkur und Mars in eine Verbindung, Merkur-Mars, hier in Zwillingen, und das bedeutet entweder Verträgen oder mehr Kommunikation mit einer männlichen Person, aber bei dir passiert das im siebten Lebensbereich und das ist Liebe, Partnerschaft, und das heißt, du hast wichtigen Gesprächen mit deinem Partner oder begegnest du mit einem Mann und kommt zu einem Kontakt oder bekommst du eine wichtige Nachricht. Im selben Tag verabschiedet Mond von Skorpion und übergeht zum Schütze. Beginnt die abnehmende Mondphase. Eine abnehmende Mondphase eignet sich dafür, etwas starten, was abnehmen soll. Aber auch darauf achten, dass dieser Neubeginn nicht in ein Halbmondtag ist, weil das ist immer Spannung, das werft alles zurück. Aber in diesem 18. Juni, besonders für dich persönlich, weil das ist auch dein Aszendent, wäre der richtige Augenblick etwas starten, was abnehmen soll. 19. Juni steht Mond in Verbindung erstmal mit Saturn, dann mit Pluto, dann mit Ketu. Aktiviert alles. Sind karmische Themen, auch Lernaufgabe. Bei Pluto-Energie auch das Loslassen. Und das passt ganz gut zu dieser abnehmenden Mondphase. In diesem 19. Juni bekommt Mond einen Einfluss von Nunki. Dieser Stamm Nunki wurde bei Assyrer verehrt. Die Babylonier haben später das auch übernommen. Und sie haben beschrieben als heiliger Ort, ein Kraftort. Und das kann ich nur empfehlen in diesem 19. Juni, weil Mond vermittelt uns diese Energie und aktiviert etwas in unseren Gefühlen, in unserem Unbewussten, ein Kraftort suchen.
aber auch finden. Ein Platz, wo wir das Gefühl haben, ah ja, da komme ich zur Ruhe, das tut mir so richtig gut, ah, da kann ich mit Energie auftanken. 20. Juni übergeht Mond im Steinbock. Und aktiviert Steinbock-Themen, und das ist die Zielsetzung, die Konzentration, die Geduld und Ausdauer. Außerdem die zweiten Lebensbereiche. Spielt auch eine Rolle. Hier handelt es sich um Werte, Selbstwertgefühl, Besitz und Finanzen. 21. Juni befindet sich Sonne im Sommerpunkt, das heißt, es ist Sommersonnenwende im 16.54 Uhr. Im selben Tag übergeht Merkur im Krebs. Aktiviert Themen, was mit Familie was zu tun hat, das ist so Krebsthemen oder Erinnerungen an deine Kindheit, Jugend. Kann auch bedeuten, dass du eine erbschaftliche Situation hast oder Terminen bei Ämtern wie Finanzamt, Banken, Versicherungen, steht in Verbindung mit Geld. 22. Juni ist Neptun im Stillstand. Und das bedeutet, wie ein Stoppschild, Neptun sagt, stopp, halt mal an, für einen Moment. Und überlege, wovon träumst du denn? Was sind deine Wünsche? Du brauchst eine Vision. Was möchtest du erreichen im Leben? Und dann dreht sich die Richtung, dann wird Neptun rückläufig. Hat auch mit Vergangenheit was zu tun. 23. Juni befindet sich Mond in Wassermann. Und in seiner Umlaufbahn erreicht die weiteste Punkt aus der Erde ausgesehen und aktiviert bei uns wieder etwas. Und das sind unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte. Und so wie Mond so weit weg von der Erde ausgesehen ist, so fühlt sich das auch an. Oh, das ist alles so unerreichbar. Oh, das wird nie irgendwas. Also wir neigen dazu, unsere Wünsche verneinen. Es klappt sowieso nicht. Ich erreiche das nicht. Es scheint mir so unerreichbar zu sein. Kann auch bedeuten, dass jemand uns das erzählt und sagt, oh, träum nicht so viel, das wird eh nichts. Also, es kann sein, dass wir in diesem Moment aufgeben. Und genau in solchen Momenten, in solchen Tagen, brauchen wir die Überzeugungskraft und sagen, nein, ich gebe das nicht auf. Im selben Tag, 23. Juni, übergeht Mars im Krebs und hier aktiviert was Neues, familiären Themen oder bei dir im 8. Lebensbereich Begegnung mit einem Mann, Thema Intimität kann auch sein oder deine Kraft, deine inneren Kraft, auch deine Überzeugungskraft, dass du das verinnerlichst und nicht aufgibst. Das sind die Transformation. Die Erneuerungsprozesse hier im 8. Lebensbereich. 24. Juni steht Mond mit Neptun in Verbindung. Die beiden haben ähnlichen Essenz. Beide haben einen Bezug auf unserem Unbewussten. Beide wirken auf unseren Gefühlen, auf unseren Sehnsüchte, Fantasie und Träume. Das ist schön märchenhaft bei Neptun-Energie. Das ist auch Inspiration. Das wird alles hier aktiviert. Und beide haben einen Bezug zum Träumen.
Bei Neptun-Energie entstehen die Traumbilder und Mond vermittelt das. Und es ist gut möglich, dass wir eine wichtige Botschaft bekommen über einen Traum, weil das ist die Sprache der Seele. Und ich möchte nicht behaupten, dass jeder einzelne Traum so ist, weil im Tiefschlaf muss unserem Gehirn die täglichen Eindrücke auch verarbeiten. Aber es gibt Träume, wo sehr lebendig ist. Das ist schon eine Botschaft der Seele, natürlich eine Bildsprache, und die Traumdeutung entziffert es. Diesbezüglich kann ich weiterhelfen, weil das kann ich wirklich super gut. Ich kann gut Träume deuten. 25. Juni übergeht Mond im Fischen. Es ist Halbmond. Wieder Spannung. Dieser Halbmond ist exakt um 10.46 Uhr. Es fehlt was. In diesem Tag fehlt die Erde-Element. Die Sicherheit, die Stabilität oder Themen über Finanzen. Manche haben das Gefühl, die feste Boden unter den Füßen zu verlieren. Es hängt alles in Luft, es scheint alles so unsicher sein. 27. Juni steht Mond mit Uranus in eine Verbindung hier im Widder. Und Mond aktiviert die Uranusbewegung hier, und das sind Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse, und das erlebst du entweder mit den Kindern oder im Alter, dass da kommt Lebensfreude, so überraschende Art und Weise. 29. Juni verabschiedet Venus von Stier und besucht den Zwillinge und aktiviert hier bei dir Liebe, Partnerschaft. Und der siebte Lebensbereich hat mit Partnerschaft was zu tun. 30. Juni ist Mond im Stier. Und das bedeutet, den Alltag bewältigen, Pflichten nachgehen oder ändert sich was im Arbeit, dann kommt die Stierthematik dazu. Den Tag sollst du wirklich genießen, dir gut gehen lassen, zum Ruhe kommen, aber überlegen, was sollst du in Besitz nehmen, was ist für dich wertvoll, wie kannst du deine Finanzen in Ordnung bringen. Liebe Diadele, so könnte ich deinen Monat Juni beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.